Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Rage. Ich weiß gar nicht, ich finde die Barrikade. Wie war das hier? So. Kurz gucken hier. Zack, zack, zack. Zack. Angriff auf die Brücke. Regierung im Nordosten. Schaltet die Verteidigungszone der Brücke aus. Okay. Ja, stopp. So rum, so rum. Gut, machen wir doch. Wir müssen wahrscheinlich hier lang. War das hier lang? Ne, hier war es nicht. War es vielleicht hier hinten lang? Wir gucken mal eben. Ja, hier lang war es. Okay, gut. Nach oben. Haben wir denn genügend Munition? Ja, komm. Sollten wir es schaffen, oder? Warte mal, hier ist die Garage. Wir verlassen. Oh, wir reparieren den Monarchen mal. Und verlassen Richtung Ödland. Diese führt. Hier lang. Wuhu. Oh, ist ja gar nicht weit weg. Die Wege sind relativ kurz hier. Da lang. So, da müssen wir rein. Achso, das ist TNT. Oh my goodness. So nicht, meine Freunde. Wir gehen hier rein und gucken mal. Ach, hier hätten wir auch reinfahren können mit dem Auto, oder? Dann fahren wir doch mit dem Auto da rein, ne? Was soll der Geiz? Oh yes, oh yes. Was hat der denn, Alter? So, wir müssen hier mit dem Fahrstuhl nach oben, oder? Ja, was denn? Kommst du nicht über so eine kleine Absperrung oder was? Dürfen wir nicht. Hier müssen wir. Alter, ich hänge. Nein! Alter! Irgendwas. Alter, jetzt hier, fickt euch da. So, abwarten wir jetzt hier. Wo ist Nummer 3? Da ist Nummer 3. Wir müssen. Was muss ich denn hier eigentlich tun, bitteschön?
Oh, oh. Haben wir denn eigentlich noch Granaten? Haben wir noch. Es ist ein bisschen schade, dass wir hier... Aha! So, haben wir das erledigt? Ja, cool. Hier liegt noch was, oder? Ja, hier liegt noch was. EMP-Granaten. Gucken wir uns doch hier noch ein bisschen um, oder? Oh, 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 Gott! Lass mich in Ruhe! Lass mich doch in Ruhe! Junge! Da hätten wir aber auch mit dem Auto hochfahren können. Haben wir denn noch? Haben wir nicht, natürlich nicht. Haben wir nicht. Aber wir haben Dynamitbolzen, oder? Wir haben doch Dynamitbolzen. Dynamitbolzen ausrüsten. Bitte? Wo ist er hin? Alter, willst du mich verarschen? Komm schon. Wo ist er? Zurück. Wir müssen auf jeden Fall zurück. Das wird immer schwerer. Stopp, stopp, stopp. Hier links. Jetzt komm doch, Alter. Was ist los? So. Hätten wir bitte? Dann fahren wir jetzt hier lang. Und geben die Mission mal schnell ab, wa? So, abgeben. Können wir gleich da das... Krass, ja. Also, zwei Treffer eingesteckt und gleich... fast tot. So, Subway Town. Und dann nach unten. Na komm, lass mich doch... Hier lang. Alter, nein! Oh my goodness. Ich hänge in der... Na. Toll. Und jetzt? Und jetzt kann ich hier irgendwie... Komme ich denn hier irgendwie... wieder in die Karte rein? Vielleicht da hinten? Wie komme ich denn in die Karte wieder rein? Ich habe das Gefühl... Ich komme nicht in die Karte wieder rein. Hier vielleicht?
komme ich denn in die Karte wieder rein? Jungs, lasst mich wieder rein. Ich bin noch nicht fertig mit Spielen. Tja, wird wohl nichts, wa? Spiel laden. Autosave Subway Town. Gucken wir mal, wo wir da rauskommen. 54%, das sieht doch gut aus. Verlassen, Subway Town. Dann ganz normal hier, bitte. Nicht so voreilig, bitte jetzt hier. Hallo. Ist mir auch ein bisschen unverständlich, wie ich da durch die Kante fallen kann hier. Gut. Portman, wo bist du? Hallo? In den Regierungsdaten bin ich auf Einträge gestoßen, die auf zu Waffen umfunktionierte Mutanten oder Metasoldaten anspielen. Ich bin mir nicht sicher, was das bedeutet. Die Daten sind verschlüsselt, aber ich vermute, dass die Regierung eine Mutantenarmee erschaffen will und versucht, sie mittels Nanotriten zu kontrollieren. Mhm. Hallo. Gut gemacht. Sie werden es sich gut überlegen, ob Sie sich von der Basis entfernen. Bevor du jetzt nach Capital Prime gehst, solltest du zusätzliche Waffen mitnehmen. Hol dir die Pulskanone. Ich habe sie einer toten Wache abgenommen. Yeah, dann super, eine Pulskanone. Give it to me. Oh, oh, oh. Schönes Ding. Hm. Sieht so ein bisschen aus wie die, BFG aus Doom. Marshas Planungen sind abgeschlossen. Du kannst aufbrechen. Du hast tolle Arbeit geleistet, Soldat. Aber jetzt wird's ernst. Eine letzte Mission für dich. Die Codes stehen bereit. Damit kann er unbehelligt hinein. Ich lade sie schon hoch, Sir. Das ist es, was wir schon lange geplant haben. So viele Jahre. Aber jetzt können wir die Regierung treffen und verletzen. Na denn? Du musst ins Herz der Regierung vordringen, nach Capital Prime. Und dort zum Archenkontrollsystem gelangen und die Daten von deinem ID-Drive hochladen. Das startet das Notprogramm der übrigen Archen. Niemand ist je von Capital Prime zurückgekehrt. Niemand weiß, was dich dort erwartet. Aber wenn es dir gelingt, die restlichen Archen freizulegen, haben wir Pläne und Leute, um die Menschen aus den Archen zu unterstützen und eine Armee gegen die Regierung aufzubauen. Es wird keine leichte Zeit werden. Die Regierung ist technologisch immer noch im Vorteil und keiner weiß, wie groß ihre Mutantenarmee ist. Aber durch deine Taten gibt es neue Hoffnung und die Chance, die Geschichte der Menschheit für immer zu ändern. Ja, mache ich doch. Diesen Kodierschlüssel. Damit gelangst du durch jeden Personaleingang beim Haupttor von Capital Prime. Die Eingänge sind schwer bewacht, aber du kannst es schaffen. Die Zukunft der Menschheit hängt von dir ab. Viel Erfolg, Soldat. Danke. Du kannst hier nichts mehr tun. Trage den Kampf ins Herz von Capital Prime. Viel Glück. Hat er denn noch was für mich? Ah nee, das war der... Du hast schon so viel für uns. Wir zählen alle auf dich. Viel Erfolg. Mhm. Na denn. Gucken wir doch mal, wohin wir da eigentlich müssen, ne? Folgendes. Kann ich denn bei... Lassen wir doch mal hier Richtung Ödland. Gucken wir mal, ob das... Tatsache! Wuhu!
Oh, fuck. Ach, hier sind wir ja schon richtig. Okay, gut. Ach, du Scheiße. Oh, lass mich doch in Ruhe. Komm, fahr. Komm schon. Oh, lass mich doch da rein. Wie geht's denn hier rein? Wow. So, wir sind hier drinne. Wo ist meine big fucking gun? Ausrüsten. Hoho. Pulsmunition? Was hat denn das Ding noch an Munition? Wir haben noch... Was ist denn das hier? BFG. Haha, BFG Army. Big fucking gun Ammo. Finde den Nexus-Kern. Hier geht's nicht lang, dann gucken wir doch mal da lang. Ne, hier, rot. Hier scheint es nicht weiter zu gehen. Aha. BFG Ammo. Komm zu Papa. Ja. Speichern wir mal schnell, wa? Oh Gott. Das sieht jetzt ein bisschen aus wie das Dritte Reich. Grüne Zoo. MG-Muni. Access? Ja, nee, wir müssen aber da lang. Und wenn ich jetzt hier durchgehe, geht das Ding bestimmt an. Also, speichern wir nochmal ganz kurz. Nicht, dass wir hier versagen. Online. Wo denn? Mal aufpassen, dass wir hier keine Munition übersehen. Hä? Ich höre doch hier Schritte. Wo? Macht das Vieh eigentlich was? Sicherheitsprotokolle in Kraft. Wo ist er denn? Ich hab ihn doch gehört. Da ist er. Sicherheitstore. Wo? Eingriffsinformation. Noch einer. Ich glaube, das sind die Viecher. Ich glaube, das sind die Viecher, vor denen uns... Hä? Du hast doch nicht...
Hier war da noch einer. Hallo. Eigentlich müsste ich doch hier noch einen looten können. Oder auch nicht. Denn nicht. So, wir müssen mal nachladen können. Ach, wir können gar nicht nachladen, weil wir nur so wenig Schuss haben. BFG-Ammo, ne, das ist doch gut. Hier geht's in zwei Richtungen. Hier geht's nicht weiter, okay. Dann gucken wir doch mal in die Richtung. Ihr braucht keine Verstärkung. Oh Gott, bleibt doch stehen. Wir müssen ein bisschen sparsamer damit sein. Wie viel BFG-Ammo haben wir denn? 5 mittlerweile. Ich glaube, die hebe ich mir dann aber auf. Okay. Was ist das hier? Das ist ein Fahrstuhl. Folgendes. Sturmgewehr hat ordentlich Muni. Avex, ich glaube. Wir rüsten es mal mit der aus hier. Na, das wird doch lustig. Halt doch die Schnauze. Das ist doch der nächste hier, oder? Wo muss denn das zweite Ding hin? Ich traue mich gar nicht darunter. Ausrüsten, wollte ich das Ding eigentlich ausrüsten. Wow. Alter, 3 Stück, wollt ihr mich verarschen? Ja, pfui, nee, ich glaube, das sind die Viecher. Die kommen hinter mir auf. Okay. Muss ich denn hier irgendwas? Da ist der Nexus. Okay. Wir reloaden mal. Und dann sag ich mal, bevor ich das hier mache. Bevor ich das hier mache, gucke ich hier hinten nochmal kurz hin. Kann ich nicht, okay. Weil. Gut. Bevor ich diesen Knopf hier drücke, diesen kleinen Knopf hier, mache ich nochmal eine Aufnahmepause, weil ich habe nicht viel Zeit heute. Und dann müssen wir uns mal mit einer kurzen Folge begnügen. Aber ich verspreche, da kommt noch was. Die nächsten Folgen werden wieder regulär. Und somit sage ich dann einfach mal bis dahin. Und danke schön fürs Zusehen. Ciao.